Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Valkyria Chronicles. Immer noch der Kampf um die Brücke. Und ich würde mal gerne hier den Kampf beenden. Aber keine Ahnung, irgendwas hindert mich daran. Ich glaube, es sind die feindlichen Einheiten. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja, irgendwas habe ich hier schon im Visier. Kann ich irgendwas treffen? Verdammt. Ja, besser als gar nichts machen, ne? So. Unser Ingenieur darf natürlich nicht fehlen. Unserem Ingenieur ist ja nichts zu schwer. Waffenfall übrigens. Eieiei. Sind nirgendwo mehr so ein Dingen, so wie heißen die Dinger nochmal, diese blauen Dinger, die explodieren und Boom machen. Hä? Was war das? Haben sie dazu Balken? Boah, wieder Stroh. Hä? Sollen wir mit einigen Leuten hier aufholen? Wie viel der Zug ist das hier eigentlich? Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck im Moment. Ja, super. Er hat nichts gemacht. Alicia. Du kannst, glaube ich, hier einige Dinger hier schießen von diesen blauen. Oh Gott. Da muss das jetzt treffen. Jawohl. Wenigstens hat Alicia es drauf. Ja, mit ihr runter. Meine Oma ist zwar eine sehr schöne Position, aber es kann noch besser werden. Sehr viel besser sogar. Bleib erstmal hier irgendwie schon. Ich hab gelacht. Susi, du kannst auch hier runter. Glaube ich. Hier war nix, ne? Komm mal runter. Oh. Wenn ich da einsteigen oder so. Weil ich habe gesagt, einige sind hier nicht in Betrieb, ne? Ja, du gehst mal rein, wo Alicia ist. Gibt es hier Rückendeckung? Wohl. Wird nicht klappen, ne? Gut. War schon mal in Hinterhalt vorbereitet. Du wirst da, glaube ich, nicht vorbeikommen. Lago, geh mal. Vielleicht kriegst du ja irgendwas von da. Wo bist du denn? Keine Ahnung. Oh, du bist jetzt tot. Oder auch nicht. Kann ich hier drüber laufen? Nee. Schon wieder keine Raketen. Na gut. Oh, meine Dingens, meine Lancer brauche ich hier vorne. Sie mag ich. Sie hat so einen komischen Charakter. Gefällt mir. Tankler. Ach, auch wenn sie in der Nähe meines Tanks ist, ne? So, Oscar. Ne, Catherine. Sie da schon. Bringt jetzt nichts mehr, dich hier weiter nach vorne zu bringen, deswegen hoffe ich mal, du bringst es hier. Warte mal, wo ist denn hier jemand noch mit einer Kommandanten Dingen? Nirgendwo, ne?
Problem ist, sie sind alle entdeckt und das heißt, ich kann nicht töten. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Wo ich sogar auf den Kopf ziehe. Komisch, je weiter sie weg sind, desto weniger Schaden bekommen sie. Macht gar keinen Sinn. Na gut, dann versuch mal irgendwas zu machen. Keine Ahnung. Sniper irgendwie, die waren schon mal besser, habe ich das Gefühl gehabt. Oh Gott. Entweder sind wir richtig verkehrt positioniert oder wir sind einfach noch schlecht. Autsch. Und da wächst er. Oh Gott! Verarsch mich nicht. Du triffst natürlich locker, ist klar. Kevin, schieß. Ey. Gibt's doch nicht. Ihr wusstet, dass wir hier sind? Irgendwas Cheater. Natürlich triffst du voll gegen die Wand. Nein, die gehen jetzt alle dahin, kann das sein? Hey, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Oh mein Gott. Ja, verarschen kann ich mich auch. Alicia verreckt hier beinahe. Und, was ist das denn? Die treffen nur auf. Wieso treffe ich nicht? Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Gut. Ja, was machen die da? Die positionieren sich gegen Alicia. Na warte. Oh, ihr habt jetzt einen riesigen Fehler gemacht. Ich würde mal sagen, ihr sterbt. Da waren glaube ich zwei auf einmal, mindestens. Reicht. Und Situation entschärft. Mehr oder weniger. So, Elise, geh vor. Da ist noch ein Panzer. Den hätte ich gerne aus meinem Blickwinkel. Miau! Bams! Und Kommandopunkt weg. So muss das sein. Und wieder in Deckung. Oder auch nicht. Deckungsspieler scheint irgendwie nicht so funktionieren. Wie viel ich auf einmal auseinandergenommen habe. Wie geil. Was mache ich denn jetzt am besten? Wir müssen da durch. Da hinten ist ein Scout noch irgendwo. Zack. Njum. Das ist out. So muss das sein. Schnelle Entdeckung. Haben wir es gleich geschafft. Dann mache ich noch in dem Part. Hallo. Kevin, geh vor. So, du machst den erst platt. Das wäre jetzt nämlich richtig blöd, wenn unser Panzer draufgehen würde. Boah, direkt die ersten drei Schüsse. Kein Ding. Ich bin awesome, ich weiß. Ha! Jetzt haben wir nur noch einen Panzer und ich glaube so vier Leute, okay. Release.
Du müsstest den noch schaffen, ne? Knapp. Jawohl. Wenigstens eine, die es drauf hat. I'm awesome. Ja, jetzt wäre es am besten noch Edelweiß nach vorne zu gehen. Wenn wir jetzt noch so ein Dingens hätten, wäre es jetzt recht geil. Dann könnten wir hier nämlich zwei Leute auf einmal wieder auseinandernehmen. Und ich habe keine mehr. Super. Das Ding bringt es auch nicht so, dann weiß ich. Gucken wir mal auf Glück. Jawohl. Voll weh getan, Mann, bist du irre? Lass doch nicht eine Kugel gegens Gesicht schießen. Rosie, du, weil Alicia ist irgendwie gleich tot. Dann warte ich wieder, bis sie sich automatisch heilt, anstatt, keine Ahnung, so ein Ragnite-Dingen zu benutzen. Ja, bringt's nicht. Habe ich auf jeden Fall in dem Part neu erledigt. So, was wollt ihr jetzt machen? Drei Kommandanten auseinandergenommen. Bams. Stärken rufen wird es auch nicht mehr so bringen. Glaub mir. Vertraut mir. Ist der Gedanke, der zählt. Ja, was willst du denn machen? Ja, du stirbst. Das willst du machen. Das glaube ich nicht. Deo. Ja. Muss der eine sich noch ein bisschen in seine Nähe stellen und nee, der macht gar nichts gut. Das ist auch gut. So, Rosie. Du gehst jetzt da rein und tötest alles. So, irgendjemand war noch hier nicht in Deckung, ne? Was du hast oder was du das? Gut. Ich habe noch schon mal. Nächste folgt zugleich. Oh Gott. Sei vorsichtig, Elisha. Vielleicht war da noch was. Der sieht mich gar nicht. Was hat denn? Warte. Richtig so? Ja. Nein. Wie er vollkommen unbeschadet ist und nur das Ding kaputt geht, ey. Mann. Susi. Ich glaube, das ist dein Level hier. Oh Gott. Hi. Stirb. So, jetzt nur noch du da oben. Und das war's dann. Machst du auch du, Rosie. So, jetzt nicht so ein geiler Gegner, kann das sein. Kann ich noch mal ein bisschen umschauen gleich. So. Na, ja, fehlt genau dieser eine Zentimeter und ich hab. Verdammt! Du bist nicht direkt auf ihn gezielt. Oh, du bist natürlich nicht tot. Okay. Weiß man nicht genau, was das bringt, aber. Warum auch nicht? Und Elisha. Killstil. Ne? Bams. Ja, was hätten wir E-Level? Da hinten befindet sich nichts, ne? Ne, okay.
Würde ich sagen, wir schließen die Mission ab. Obwohl, da ist eine Leiter, oder? Ne, das sind Dinge. Nein! Ma! Ist er nicht. Aisha. Nach Camp ein. Und Mission abgeschlossen. Operation komplett. Wer hätte das gedacht? Sieht aus, als hätten wir unsere Wette gewonnen. Jetzt ziehen wir die Brücke auch noch hoch, damit die Panzer nicht darüber können. Natürlich. Und Rang D. Ja, egal. Ich lade hier nicht wegen meinen Skills hoch. Egal. Ja. I'm the best. Tja, das ist jetzt natürlich blöd für euch, ihr Noobs. Hier noch versuchen, da hochzufahren. Wie süß. Ein weiterer Sieg fürs Squad 7. Yeah! Und ich würde sagen, nach dem Sturm, okay. Was nach dem Sturm natürlich passiert ist, das werden wir erst im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss und bis zum nächsten Part. Zu Let's Play Valkyrie Chronicles. Schaltet wieder ein. Sonst bin ich traurig.